Es könnte endlich Schwung bringen in die bislang schleppende Impfkampagne gegen das Coronavirus, die Beteiligung der Hausärzte. Klar ist, dass es Anfang April damit losgehen soll. Geklärt werden muss aber noch, wie die erwarteten und dann hoffentlich auch vorhandenen Impfstoffdosen auf Impfzentren und Praxen verteilt werden. Das und weitere Details wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute festlegen. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF warnte Bundesgesundheitsminister Spahn allerdings vor zu hohen Erwartungen an den Start der Impfungen durch Hausärzte. Die Impfmengen werden nicht gleich auf 20 Millionen im Monat oder gar auf 10 Millionen in der Woche wachsen. Ich muss jetzt alle mal ein bisschen aufpassen mit dem Erwartungsmanagement gerade. Im April wird es deutlich mehr Impfungen geben, aber noch nicht in der Größenordnung. So, das beginnt in den Hausarztpraxen dann stärker. Dort wird man flexibler schon priorisieren können. Die Ärztinnen und Ärzte kennen ja ihre Patienten und wissen, wer zuerst zu impfen ist. Und der nächste Schritt ist dann in Betrieben mit Betriebsärzten zu impfen. Denn sie haben recht, mit jedem Schritt, den wir gehen, wird die Priorisierung natürlich oder muss flexibler gehandhabt werden. Aber das ist auch absehbar gewesen. Wenn die über 70-Jährigen und die Älteren, aber insbesondere die Menschen mit Vorerkrankungen, ein Impfangebot haben, dann können wir deutlich flexibler in die anderen Bereiche gehen. Ja, die Fragen dazu an Anja Martini aus unserer Wissenschaftsredaktion. Die Arztpraxen können flexibler priorisieren, sagt der Gesundheitsminister. Was meint er damit? Also er geht auf einen Fall in Sachsen zurück. Da ist es so, dass das Grenzgebiet zu Tschechien im Moment so ein bisschen zu einem Puffer ausgebaut werden soll. Das bedeutet, da wird ein bisschen flexibler geimpft. Und da heißt es, dass mehr Menschen, also nicht direkt nach der Priorisierung, das heißt, da wird jetzt schneller verimpft. Da kommen auch schon Menschen der Prioritätsgruppe 2 mit rein in die Impfung, damit da wirklich so eine Art Puffer entsteht, weil da wirklich die Inzidenz einfach auch sehr hoch ist. Und das ist der Schutz. Und das überträgt er jetzt ein bisschen für den Fall, dass wenn wir die Arztpraxen mit einbeziehen, in ganz Deutschland quasi mit in die Impfstrategie mit einbeziehen, dass die etwas vorsichtiger wählen können. Aber die Priorisierung, die die Bundesregierung aufgegeben hat nach diesen Prioritätsgruppen, die bleibt natürlich. Und die ist auch bindend für die Hausärzte. Aber die Hausärzte kennen natürlich ihre Patienten etwas besser und gucken, wer ist wann dran. Aber wirklich, es bleibt in diesen Prioritätsgruppen. Das Stichwort Ärzte kennen ihre Patienten bringt mich noch zu einer anderen Frage. Denn es ist ja auch umgekehrt, Patienten kennen ihre Ärzte. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass viele jetzt vielleicht sagen, warum soll ich in ein Impfzentrum gehen? Ich möchte viel lieber zu meinem Hausarzt gehen, dem ich vertraue. Wie schätzen Sie das ein? Wird es da viele Leute geben, die vielleicht so denken? Und was hätte das womöglich für Auswirkungen? Ich denke schon, dass Menschen so denken und sagen, das ist mein Hausarzt, den kenne ich und da gehe ich jetzt sehr, sehr gerne hin. Und dieses Impfzentrum so ein bisschen anonym und alle sind so schwer verkleidet und so, das kann ich mir vorstellen. Und was man auch mit bedenken muss, es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die einfach alt sind und zu Hause leben und für die das beschwerlich ist, diesen Gang ins Impfzentrum und so weiter und so fort. Und da gibt es immer noch Hausärzte, die sagen, ich komme auch zu dir nach Hause und impfe. Und das ist natürlich auch etwas, was man mit einrechnen muss. Und ich glaube, dass es für viele Menschen eine bessere Situation sein wird, wenn der Hausarzt mitimpfen wird und auch eine emotional bessere und auch eine gefühlig bessere Situation sein wird. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das für viele wirklich eine große Erleichterung sein wird. Und auch vor diesem Hintergrund fragt man sich dann ja automatisch, warum Arztpraxen nicht eigentlich von Anfang an einbezogen wurden in diese Impfkampagne. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass dieser Impfstoff am Anfang natürlich sehr rar war. Das heißt, wir hatten sehr wenig Impfstoff und der war zuerst in den Impfzentren. Und zu allererst, wir erinnern uns, wurden auch die Menschen in den Pflege- und Altenheimen geimpft. Das bedeutet, da war die erste Station. Jetzt haben wir da einen sehr guten Vorsprung. Das heißt, da sind sehr viele Menschen geimpft. Und jetzt geht es in die Impfzentren und jetzt geht es als nächsten Schritt in die Hausarztpraxen. Und der Impfstoff, den wir bisher hatten, der BioNTech-Pfizer-Impfstoff, ist auch nicht so leicht handhabbar gewesen. Das heißt, der war in einer Arztpraxis, die keinen Kühlschrank mit minus 70 Grad hatten und gut geschultes Pflegepersonal, da war das gar nicht so einfach zu verimpfen. Das ändert sich jetzt alles dadurch, dass wir andere Impfstoffe bekommen, die leichter zu verimpfen sind und besser handhabbar sind. Und deswegen können wir jetzt die Arztpraxen auch wirklich dazu nehmen. Es soll ja auch jetzt ein neuer Impfstoff noch zugelassen werden von Johnson & Johnson. Bedeutet das denn, dass alle Impfstoffe dann auch geeignet sind für die Verabreichung in Arztpraxen? Also der Johnson & Johnson wird morgen von der EMA geprüft und dann wird man sehen, ob der zugelassen wird. Aber die Chancen stehen ganz gut. Und das ist ein ganz normaler Vektorimpfstoff. Das ist ein ganz normaler Impfstoff, den kann man austauschen. Und das ist wie so ein Grippeimpfstoff fast. Also man kann ihn austauschen, in den Kühlschrank tun und dort lagern für einige Tage und Wochen und Monate sogar. Und dann ist der sehr leicht zu handhaben. Die anderen Impfstoffe, AstraZeneca ist auch ein sehr leicht handhabbarer Impfstoff. Der funktioniert auch sehr gut
in Arztpraxen. Moderna ist einer von den moderneren mRNA-Impfstoffen. Der ist aber auch bei, ich glaube, minus 20 Grad waren es. Das heißt, der ist in einem normalen Gefrierschrank lieferbar und aufbewahrbar. Das heißt, der funktioniert auch. Nur der BioNTech-Pfizer-Impfstoff, der ist immer noch ein bisschen komplizierter in der Handhabung. Der wird sicherlich weiter in den Impfzentren bleiben. Die große Hoffnung ist ja jetzt, dass eben die Einbeziehung der Arztpraxen das Tempo des Impfens deutlich steigert in Deutschland. Ist das realistisch? Ja, das ist realistisch. Und die Hausärzte, der Verband der Hausärzte und alle sagen, ja, bitte, bitte, lass uns mitimpfen, wir schaffen das. Ich glaube, die Zahl ist, 5 Millionen verimpfte Dosen könnten die Praxen in der Woche schaffen. Das heißt, das ist schon einfach sehr, sehr viel. Und wenn dieser Impfstoff dann wirklich auch vorhanden ist, dann würden wir einen großen Schritt gehen und dann würden wir sehr viele Menschen in kürzerer Zeit verimpfen. Und das wäre eine gute Sache. In den vergangenen Monaten sind immer wieder auch mal Hoffnungen enttäuscht worden auf tolle Starts von irgendwas in dieser Pandemie. Aber es gab gerade bei der Einbeziehung von Arztpraxen auch schon Pilotversuche in einigen Bundesländern. Wie ist es da gewesen? Wie sieht da die Bilanz aus? Also Niedersachsen hat getestet, Mecklenburg-Vorpommern hat es versucht und da ist es genau das passiert, was man sich gedacht hat. Ja, es ist viel einfacher für die Menschen, zu ihrem Hausarzt zu gehen und ja, es ist viel einfacher für die Hausärzte zu sagen, dieser Patient und dieser Patient und dieser Patient wird geimpft, weil die kennen ihre Patienten. Und das war natürlich ein guter Start und das wird jetzt alles ausgeweitet bis zu dem Punkt, wo wirklich dann regelhaft die Hausarztpraxen mit einbezogen werden können. Die Arztpraxen sollen ja noch eine andere wichtige Rolle spielen bei der Eindämmung der Pandemie, nämlich beim Stichwort Schnelltests. Aber wie wir hören, gibt es da immer noch Probleme. Wo ist da der Knackpunkt? Die Hausärzte, also die Schnelltests sind einfach im Moment verfügbar, aber es ist nicht ganz geklärt, wo und wie schnell wird getestet, geprobt und getestet und wer wird getestet. Das bedeutet, die Hausärzte haben im Moment einfach noch nicht die Struktur, um zu sagen, wir haben jetzt einen Raum oder ein Zimmer und hier steht jetzt jemand und führt den ganzen Tag nichts anderes durch als Schnelltests. Das heißt, die sind ein bisschen, ich würde fast sagen, überrannt worden von der Idee und müssen jetzt wirklich die Struktur dafür schaffen. Zum Beispiel, wie kommen Sie am einfachsten an die Schnelltests, was zum Beispiel auch für die Impfstoffe dann gelten wird, wie werden Hausärzte beliefert. Und das sind alles so Strukturprobleme, die es jetzt noch zu lösen gilt. Und das muss auch sowohl mit den Schnelltests als auch mit der Impfung passieren. Was hört man da? Kommt man denn voran bei der Problemlösung? Ich denke, dass die Hausärzte sehr daran interessiert sind, dass es eine Problemlösung da gibt und dass sie sehr schnell daran arbeiten, jeder für sich logistisch das hinzubekommen, wie er das macht. Und ich glaube, da ist einfach so ein bisschen mehr Pragmatismus jetzt einfach gefordert, dass alle sagen, okay, wir schaffen das und gehen dafür einfache Wege ohne viel Bürokratie. Dankeschön, Anja Martini aus unserer Wissenschaftsredaktion. Gerne.